Hallo und willkommen zurück zu Green Hell, eine weitere Folge hier in der Hölle des Amazonas. Wir haben uns in der letzten Folge einen coolen Schlitten gebaut hier. Der ist echt mal Gold wert gewesen. Also das ist echt ein guter Tipp gewesen. Das kam auch irgendwie über die Kommentare. So, ich hatte mich noch mal kurz hingelegt. Uns geht es soweit eigentlich ganz gut. Es ist früh am Morgen. Ich glaube, ich mache nochmal schnell ein Feuer. So, da haben wir auch noch ein bisschen Fleischgedönse. Erst machen wir noch hier so eine Nuss. Haben wir noch irgendwie einen Pilz oder sowas? Nee, ne? Na, dann trinken wir das so. Dann machen wir hier schon mal frisches Wasser. Kann das schon mal abkochen. Das Krötenfleisch stecken wir uns noch in die Tasche und dann können wir direkt weiterbauen. Jawohl, dann bauen wir direkt ein bisschen weiter. Sehr gut. Oh, da liegt noch ein Kaiserfisch drauf. Riesenkrötenfleisch verbrannt. Zerstören, bestätigen, das brauchen wir nicht. Mann, überall liegt hier was rum, ey. So. Achso, Moment. Wir können das Feuer noch ausmachen. Machen wir uns den Bidon nochmal voll. So, sehr gut. Okay. Dann haben wir hier Wände zu machen. Ne? Jetzt könnte ich doch hier so einen Holzscheit nehmen. Achso, Maximum nehmen. 3 Stück. Okay, ah, okay. Interessant. So, wenn ich den jetzt erweitere oder sammle, kriege ich ein Feuerbrett und Stöcke. Okay, warte mal, wenn ich... Ah. Okay. Draufschlagen mit der Axt. So, da oben noch einer hin. Ich mach das alles hier irgendwie. Nein! Ah. Shit. Okay, man muss halt wirklich aufpassen, wie man da drauf schlägt auf die Dinger. Wir müssen uns doch so ein Stocklager hier hinbauen, ne? Da hatten wir nur das Problem, dass die, dass das Stocklager irgendwie ein bisschen doof stand, ne? Warte mal, die Palmblätter, die lagere ich mal hier an der Ecke. So, sind die schon mal aus den Füßen. Ich glaube, ich baue mir mal hier so ein Stocklager hin. Stöcke... Kleiner Stock, ne, für Stöcke, ne? Ein langer Stock. Noch ein langer Stock. Jetzt schmeißt das Ding um den Boden.
So, jetzt können wir die kleinen Stöcke nehmen. Achso. Auch ein Feuerbrettlager. Ich hab noch keine Ahnung, was ich mit den ganzen Feuerbrettern machen soll. Kommt ja jedes Mal ein Feuerbrett raus. Und nur Platz weg. So, den machen wir noch da rein. Brauchen wir schon wieder kleine Stöcke. So, 6 Stück müssen da rein, ne, so wie ich das sehe. Oder 4. Nur keine Seile mehr. Okay, das ist doof. Dann gehen wir mal suchen hier, wa? Lianen wachsen ja zum Glück überall. Das ist schon mal schön. An die kommt man immer schön schnell ran. Trotzdem, also bauen in dem Spiel hier ist echt eine Qual, ne? Das ist echt, echt viel Zeit, die da drauf geht. Und bauen. Man kommt nicht wirklich voran. So, liegen hier nicht noch Lianen rum oder so? Nee, doch, da liegt noch einer. Also eh voll, okay. So, können wir die langen Stöcke noch mitnehmen? Und packen die direkt hier irgendwo rein. Ja, das war's schon, wa? Okay. So, und jetzt war das mit den Seilen. So, und jetzt kommen hier ein Holzscheit rein. Wieder keine Seile da. Ah, Himmel, Herrgott, ey. Da ein Zeug drauf geht. Für so einen blöden Türrahmen. Ich meine, okay, ja, das ist realistisch. Will gar nichts, gar nicht sagen, es wäre unrealistisch oder so, aber es ist halt, dafür, dass es ein Spiel ist, ist halt echt harter Tobak, ey. Muss man wirklich so sagen. Oh, eine Tabakpflanze. Warte mal, wie sieht das aus mit Verbänden? Ein Tabakverband, na dann. Stellen. So. Oh, hier, geil. Die guten. Die guten Energiepilze. Kurze Stöcke. Ne, brauche ich nicht. Dann kleine Stöcke brauchen wir auch nicht. Ja, dann, okay, gucken wir mal nochmal wegen Lianen.
viel kriegen wir davon mit? Noch eins. 2, 4, 6, 8, 10. Okay. So, dann nehmen wir uns jetzt die langen Stöcke hier noch mit. Sonst keiner mehr hier. Bestimmt noch irgendwo was rum. So, 5 Stück. Mehr geht glaube ich sowieso nicht. Baue mir ein Dschungeldorf. Lalalala. Weiß nicht, ich glaube wir brauchten keine langen Stöcke mehr da reinmachen, ne? So. Wieso kann ich hier nicht... Ach so, Maximum nehmen. Hier brauchen wir noch einen. Und ein Seil muss da noch rein. Und da müssen auch überall Seile rein. So, das hätten wir schon mal. Ey, was da Seil drauf geht. Was hier ein Seil drauf geht. Noch 2 lange Stöcke von außen. Das ist ja doof. Ich bin froh, dass ich da dran komme. Wir nichts mehr. Natürlich nicht. War ja klar. Geh mich mal waschen. Ich gehe mich mal waschen, bevor ich mir wieder irgendwelchen Mist hier einfange. Ein Pfauenbarsch. Okay. Sehr gut. So, dann nochmal da hoch. Und gucken, dass wir noch ein paar Lianen zusammengekratzt kriegen. Hatten wir die hier nicht eben gepflückt? Abgemacht hier die Lianen? Ich weiß es nicht mehr. Langer Stock. Da liegt noch mal so ein Boden. Siebenmal Seil. 7 Stück schon? Tatsache. Stöcke hier noch? Nee. Nur hier hinten irgendwo 2 Stück, ne? Drei. Ah ja. Vier. Fünf. Sehr gut. Na, das hat sich gelohnt. Ja, ich meine, ich könnte natürlich auch, hätte natürlich auch unten Holzscheite klein machen können, aber wenn ich die langen Stöcke da schon liegen habe, dann nehme ich die natürlich mit. So, hier sind auch noch welche. Wo hatten die jetzt hingeschmissen? Ach, der hat die in den Schlitten reingemacht. Ah, die können auch in den Schlitten rein. Okay. Okay.
So, dann würde ich sagen, lasst uns eine Tür bauen. Wir bauen uns eine Tür. Eine Tür. Hier mal, nee, zweimal langer Stock. Okay. Noch einen langen Stock. Was eine Arbeit, ey. Und ein Holzscheit. Es ist halt blöd, dass du nur lange Stöcke oder Holzscheite tragen kannst, ne? Wenn du das beides gleichzeitig tragen könntest. Jetzt brauche ich wieder so einen langen Stock. Ach, Mann. Das ist irgendwie ein bisschen... Das ist nicht dramatisch oder so, aber... Wäre doch besser, wenn die Reihenfolge egal wäre, ne? Das wäre wirklich besser. So, hier haben wir noch lange Bambusstöcke liegen, ne? So, jetzt machen wir uns mal hier so ein Dach drauf. Wo sind die Dächer? Blätterbett? Ne, wir müssen hier irgendwo Tür, Leiter. Plattform. Plattform mit Aussparung. Ich glaube, ich mache mir mal so eine Plattform hier mit Aussparung. Huch. Drehen. Rechtsklick. Oder macht das Sinn hier bei der Tür? Ich hätte die Aussparung lieber irgendwie hier. Oder so. Wenn ich die so mache, dann müsste ich ja hier die Leiter hinmachen, ne? Oder wo kommt die Leiter später hin? Kommt die Leiter nach außen oder kommt sie hier innen rein? Das ist die Frage. Also wir können das doch mal vorbauen, oder? Das müsste doch theoretisch gehen. Wo ist denn die Leiter? Leiter. Kann ich die hier... Ah, okay. Warum kann ich die denn hier nicht setzen? Kann sie hier setzen, aber hier plötzlich nicht mehr. So. Ist das so richtig? Bevor ich das baue und wieder abreißen kann. Das sieht irgendwie so falsch aus. Ich weiß nicht, kann mir nicht helfen. So. Glaube ich, hatte auch noch Bambusstöcke da vorne irgendwo liegen. Und letztens irgendwann irgendwo hier lag noch ein Bambusstock rum. Ja, sind die despawned, wa? Die sind scheinbar despawned. Gehen wir mal darüber und gehen uns mal ein bisschen Bambus holen. Da müsste ich doch jetzt eigentlich sauber werden, wenn ich hier durchs Wasser latsche, oder? Nö.
Bloß nicht sauber. Denn noch hier so Bambusstöcke rum, die wir damals hier abgeholzt haben. Das ist wahrscheinlich alles despawned. Aber ich würde mal behaupten, hier ist der Bambus nachgewachsen. Würde ich mal behaupten. Mit hundertprozentig sagen kann ich es nicht, aber... So, machen wir schon mal das. 10 Stück davon. Fünf Stück hiervon. So, Stock. Achso, jetzt müssen da die Stöcke rein. Bambusscheit. Okay. Bräuchte man eigentlich noch so einen Stockhalter hier, ne? Na gut, ist jetzt so schlimm. Nicht so tragisch. Und mal wieder keine Seile. Mal wieder keine Seile. Seile mit Eile. Drei. Vier. Wenigstens wachsen die Lianen so schnell nach. Also die Seile kriegst du immer super schnell ran, ne? Oh. Sehr gut. Oh, jetzt haben wir uns wieder irgendwas eingefangen. Toll. Super, ey. Dann kommen wir gucken mal, was wir wieder haben. Wahrscheinlich ein Egel. Jo. Geht ja noch. So. Damit wäre die Leiter fertig. Da kann ich so hoch gehen. Okay, das ist cool. Das ist cool, das ist cool, das ist cool. Jetzt brauchen wir hier noch zwei Bambusscheite. Dann gehen wir uns schnell rüber, den Bambus noch holen und dann ist auch Feierabend sozusagen, weil dann geht die Sonne unter gerade. Davon können wir ja drei Stück mitnehmen. Oh, jetzt sind wir überladen. Ey, ich werde bescheuert. Immer diese Spiele mit Gewicht.
So. Zack. Zack. So, hier haben wir noch lange Bambusstöcke. Das heißt, wir könnten hier auch so ein Bambusdach noch drauf pflastern, ne? Plattform. Aus Bambus. So, die Dächer, die gehen ja relativ schnell. Soll ich nochmal rüber schnell einmal? Ach nee, komm. Wir hauen uns hin. Wir kümmern uns mal gerade ein bisschen um uns selbst. Gehen uns mal waschen. So, wie sieht das hier aus? Das passt eigentlich. Habe ich hier noch sauberes Wasser? Jo. Trinken. Ein paar Kohlenhydrate wären ganz gut. Das ist mal ein Schokoriegel. 23 Kohlenhydrate. Hm, immerhin, ne? So. Dann könnte man eigentlich auch speichern und schlafen. Huch. Speichern und schlafen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war eine erfolgreiche Baufolge. Das hat Spaß gemacht. Aber ein paar Minütchen haben wir ja noch. 3 Uhr. Ich leg mich nochmal hin. So, und es regnet überhaupt nicht mehr, ne? Es regnet nicht mehr. Schauen wir mal hier, was haben wir denn hier? Ich habe ein abgestürztes Flugzeug gefunden. Ich habe einen Bootssteg gefunden. Hey Mia, found a dock, but it looks abandoned. Are you sure there's no one around? Ja. Ich bin allein. Yes. I'm all by myself. Damn. Honey, just stay strong. Yeah. I know. Neuer Dialog freigeschaltet. Über den Hafen. Ich habe eine illegale Goldmine gefunden. Yeah, you're not gonna believe this. Looks like I found an illegal gold mine. The jungle is full of surprises. Anything of interest there? I'll let you know. Looks like someone was attempting blood transfusion here. There's a lot of it on the chair and the floor. I doubt any of the patients actually survived. Why would they do that? I wish I knew. Or on second thought, maybe I don't. Über die Goldmine? Ich habe eine verbrannte Leiche gefunden. I just found a charred corpse. With every update, I get more and more worried about you. I need you here, please. I don't know how much longer I can take it. Mia, I'm doing my best. Just give me some more time, okay? Just a bit longer. Okay. Ich habe ein abgestürztes Flugzeug gefunden. Hey, Mia. I think I found a crashed plane. Oh my god, any corpses inside? Nope, nope, don't tell me. Is there a flight number? 815? How long ago did it crash? Do you have any idea what happened to it? Jake? Jake? Hang on, what? Sorry, I was just taking it all in. It looks like it was rather small, just a few seats, but pretty new. Doesn't seem like it's been here long. But, yeah, this wasn't an accident. It was shot down. Want to repeat myself, but please be careful. Whoever did it must have already scavenged everything that they could.
Nee, okay. So. Da müssen noch Seile dran. Haben wir noch welche in der Tasche? Vier Stück. Da ist die Wand auch fertig. Sehr gut. Wand hergestellt. Okay. So, was fehlt uns jetzt hier? Uns fehlt 1, 2. Hier machen wir auch drauf. Das sind 3. Uns fehlen 5 Bambusscheite auf jeden Fall mal. Das heißt, wir schwimmen nochmal rüber. Wir gehen nochmal rüber. Guck mal auf die Uhr hier. Na, sieht eigentlich noch okay aus, aber wir müssen uns gleich mal kurz ein Feuer machen. Ich glaube, ich hack mir auch mal schnell hier einen neuen Bambusscheit ab. Drei Stück kriegen wir mit, ne? Achso. Gehen ja nur. Kannst ja nicht im Rucksack gucken, wenn du was auf der Schulter hast. Das ist immer ein bisschen doof. Weil dann schmeißt da einfach alles auf den Boden. Anstatt da einfach nur die Hand da so ein bisschen dreht. Achso, hier haben wir noch nichts hingemacht. So, dann müsste man sich noch 2 holen gehen. Warte mal, wir machen gerade mal hier leer. Dann haben wir noch kleine Stöcke. Der denn jetzt auch hier was anderes fallen lassen, der Bambus? Nee, ne? Ist nichts anderes runtergekommen. Da ist gerade was runtergefallen. Hast du gesehen hier? Oder war das der Vogel? Ich glaube, das war, ach, das war nur der Vogel. Was ist denn das da? Harz. Aha. Mit dem Harz kannst du irgendwas machen. Interessant. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist das erste Mal, dass ich das Zeug sehe. Wirklich interessant. Stück kommen da mal raus. Naja, gut. Okay. So, nochmal rüber und dann gucken wir, dass wir das Dach da irgendwie drauf kriegen. Das wäre ja schon mal nicht schlecht, wenn wir zumindest das Dach da drauf hätten. Plattform. Zack. Jetzt wieder die langen Bambusstöcke hier. Brauchen wir jetzt? Die brauchen wir nicht.
Achso, wir haben keine Seile mehr, wie immer. Thirsty. Thirsty? Gut, gut, gut. Was war denn das? Hat da einer eine Rakete gezündet? Was hat denn da gerade so gezischt? Das war echt laut, ne? Ich hab keine Ahnung, was das war. Fünf. Sechs. Acht. Na, die sind jetzt natürlich noch nicht nachgewachsen, das war ja klar. Da liegt noch einer. Sieben, zehn. Okay. Dann nochmal runter und gucken wir, dass wir das da noch gerade fertig kriegen. Müssen wir uns eh mal schnell untersuchen. Hui. Okay, jetzt die Bambusscheite. Ja, das ist ja gut. Jetzt stelle ich nicht so an. So, endlich haben wir ein Dach. Meine Fresse nochmal. Und wir können sogar hochgehen. Das ist halt das Coole hier. Wir können sogar noch hier hochgehen. Können wir von hier oben zufällig auch die Tür zumachen? Nee, ne? So, jetzt müssen wir dasselbe nur nochmal auf der Seite bauen. Damit wir hier eine vollständige Hütte haben. Ich glaube, ich werde dann aber die Seite mit Lehm machen. Das ist so grob der Plan. Ey, was eine Arbeit, ey. So, jetzt machen wir uns noch schnell was zum Mampfen. Tür öffnen. Tür schließen. Soll ja keiner reinkommen, ne? Trinken. Nehmen. Und es regnet einfach nicht. Dann machen wir das jetzt hier so und so. Dann die stelle ich noch hier hin. Wenn es dann mal irgendwann mal wieder regnet. Oh. Warum sind die eigentlich, warum sind eigentlich manche von den Kokosnussschalen so dreckig? Oder da ist da irgendwie was drin? Oder so. Ich weiß es nicht. Dann müssen wir uns noch ein neues Feuer machen. Habe ich noch irgendwas? Ja. Benutzen. Ach ja, wir haben auch ein Vogelnest. Sehr schön. So, kann das Wasser schon mal abkochen? Wir waschen uns noch schnell. Untersuchen uns noch schnell.
So, dann essen wir hier noch so ein Antiparasit. Die guten hier. Ansonsten von allem so ein bisschen, ne? Fangen wir mal hier mit den Nüssen an. Mit dem Fleisch. Energiepilze können wir essen. Da sind noch Proteine. Da auch. Ja, komm, rein damit. Und fehlt noch Wasser und Kohlenhydrate. Gut. Wasser und Kohlenhydrate, das geht ja. Eine Banane wäre ganz nice. Wo waren denn hier Bananen? Gab auf jeden Fall welche hier. Hier. Ach, das sind die, wo man so schlecht drankommt. Ja, sieht aber gut aus. Okay, dann machen wir uns noch die Taschen hier voll. Ganz gemütlich. Nehmen uns noch alles mit, was wir mitbekommen. So, noch ein paar Seile und dann ist gut. Ich weiß gerade nur nicht, wo ich die Seile herkriege. Wahrscheinlich hier hinten an dem großen Baum. Vielleicht sind auch neue Energiepilze da. Könnte sehr gut sein. Da ist schon wieder eine normale Liane. Da auch. Energiepilze sind leider keine da. Da sind gerade Nüsse runtergefallen da hinten. Aber es sah so aus, als wäre das hier irgendwo. Verbandsmaterial. 5, davon 3. Ja, das reicht erstmal für den Anfang, das ist okay. So, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann haben wir's. Dann haben wir's gepackt. Das ist doch schön. Das ist doch sehr schön. Einfach noch was trinken. Okay, wir kriegen noch ein bisschen Action. Auf den letzten Metern. Wo kam das her? Von ihm hier. Du mit deinem scheiß Bienennest, Junge. Fähre einsammeln. Nee, nix. Hier wird nichts eingesammelt. Wie gut ist mein Speer noch? 86%. Das war nur der eine. Wahrscheinlich ein Speer oder so, wa? Hängst ein bisschen hier rum, wa? Naja, gut. So. Jetzt wollte ich eigentlich nur noch eine Kleinigkeit trinken, so zum Abschluss. Nein.
Und dann aufhören. Und dann kommt der komische Krieger da ums Eck geschossen. Vollpfosten, ey. So, jetzt aber. Das war auf jeden Fall eine erfolgreiche Baufolge. Das hat Spaß gemacht. Es sieht ein bisschen abenteuerlich aus mit den Bambusrahmen und Holzwänden und Lehmwand und so, aber dann haben wir das zumindest mal irgendwie gebaut. Ich glaube, es ist auch im Endeffekt egal, woraus man das baut. Ich glaube, die Haltbarkeit oder Stabilität wird wohl wahrscheinlich sehr identisch sein. Da wird sich nicht viel geben. Na gut, es wird langsam. Langsam wird es. Sieht doch schon mal einigermaßen aus wie eine Hütte, ne? Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin schon auf eure Kommentare gespannt. Und in der nächsten Folge würde ich vielleicht noch ein bisschen weiterbauen. Ich würde vielleicht noch gucken, dass wir hier nebendran dasselbe nochmal daneben bauen. Und dann haben wir so eine 3x2 Wohnhütte. Vielleicht machen wir uns an die Wand, wo jetzt da das Fenster ist, hier nebendran noch eine Tür nach außen und machen uns hier einen Balkon dran. Das wäre nicht verkehrt, weil dann hätten wir hier vielleicht auch so ein bisschen Überdachung. Dann könnten wir hier unten die Lager davor bauen. Das ist so grob der Plan. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.